Hallo und herzlich willkommen zu Fishing Planet by Denson. Und wir sind weiterhin in Alaska. Diesmal geht's um den einzigartigen Silberlachs. Ich habe hier ein paar Spielstunden gefarmt und naja, es sind vier einzigartige Fische hier geworden am Ende. Es waren auch vier Farmstunden, genau. Und ja, pro Stunde leider nur eingekriegt. Der beißt auch öfters in der Stunde wie einmal. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, den Fisch hier mitzunehmen. Okay, und ja, dann kommen wir zur Ausrüstung, die ich dafür benutzt habe. Das ist die Zeus 270. Dann die Vortex 5500, Fluor 06er und der Bullet Spinner 24 Gramm 3,0 gelber Käfer. Ja, so schaut die Ausrüstung aus und ja, dann kommen wir auch schon zum Spot. Wir gehen zu der Hütte und laufen komplett hinten in die Ecke. Ja, während wir laufen, sage ich euch mal die Beißzeiten durch. Und zwar beißt der Silberlachs bei Sonne von 5 bis 8 und abends beißt der normal von 19 bis 21 Uhr bei Sonne. Bei Mischwetter beißt der Silberlachs, Entschuldigung, von 10 bis 13 Uhr und bei bewölktem Wetter beißt der von 12 bis 16 Uhr und abends nochmal von 19 bis 21 Uhr. Ja, die Beißzeiten, die schreibe ich aber nochmal in die Kommentare rein. Und zwar kann man das Ganze so machen, dass man hier bis zum Ende geht und dann so ein bisschen wegläuft wieder. Das ist genau optimale Entfernung hier. Und dann schmeißen wir da fast bis zum Ende, ein bisschen weiter rechts davon, circa diese Richtung. Ja, und dann auf Geschwindigkeit 2 am besten. Der Fisch beißt ab circa 37 Meter bis hier vorne hin. Dann twitchen wir ein bisschen durch und lassen den Köder nicht komplett auf die Erde aufkommen, sondern heben den vorher an. Und jetzt kann man auf Geschwindigkeit 2 auch schneller durchtwitchen. Das klappt genauso, da kriegt ihr auch Bisse. Oder ihr geht halt auf Geschwindigkeit 1 und macht das Ganze auf Geschwindigkeit 1. Okay. Aber die Beißzeiten sind jetzt leider vorbei. Aber zum Vorführen reicht das. So, wieder auf Geschwindigkeit 2 und jetzt machen wir auf Geschwindigkeit 1 und zwar, wie gesagt, anheben, wieder dasselbe, nur in langsam. Ja, wenn er zu weit hoch geht, lass er den wieder absacken. Und krieg sogar einen Hänger. Ja, beim Mischwetter sind die Beißzeiten natürlich optimal nach dem Königslachs. Deswegen kann man den Silberlachs optimal nehmen, um den Kescher komplett aufzufüllen auf die 300 Kilo. Ja, und
So sieht's aus. Ja, natürlich. Ja, hier sehen wir es nochmal. 30 Fische gab es, 16 Trophys, einzigartige 8 Stück, knapp 12.000 Erfahrungspunkte, 13.000 Erfahrungspunkte, 200, 15 Gold. Sieht doch ganz gut aus. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ich was vergessen habe, schreib es mir in die Kommentare. Ich beantworte es gerne. Ich sag ciao, ciao, das war euer Danzen.